Ja, danke schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Wenigstens kommt überhaupt jemand. Ich wollte euch heute was über ein Distributed Web erzählen. Kennt den Begriff schon jemand? Weiß jemand, was das Distributed Web ist? Also speziell, also oberste Layer, Schicht 7, das Web, HTTP. Und darüber wollte ich heute mal reden. Da gibt es gerade so zwei Stück in nutzbar. Eins davon ist das. Wir sehen da gerade schon das Logo vom ZeroNet. Und bevor ich anfange, damit ihr eine Visualisierung habt, damit ihr eine Vorstellung davon habt, von was ich die ganze Zeit rede, das ist das ZeroNet. Also wenn man das frisch installiert, dann kommt man erstmal so auf diese Startseite. Bevor ich aber erkläre, wie das aufgebaut ist, Unterschiede zu anderen Lösungen, die es heute so gibt, wie man es nutzt, wollte ich erstmal einen Deep Dive machen zu dieser Grafik. So die ältere Fraktion kennt wahrscheinlich vielleicht noch von 2003. Armin Medosch freie Netze? Nicht? Nein. Also da war das halt her gewesen. Ich war da damals noch ein Schüler und hatte das so das erste Mal gesehen irgendwie. Und mir ist der Unterschied zwischen einem föderierten, einem dezentralen Netzwerk und einem Mesh-Netzwerk, einem Distributed-Netzwerk halt erstmal so klar geworden. Ich gehe dann später nochmal drauf ein. Aber dass erstmal klar ist, von was wir gerade reden. Also das wäre im Grunde genommen Twitter. Das ist so ein Sternennetzwerk. Alles geht über den einen Provider. Im Moment ist Mastodon gerade recht beliebt seit 2 Jahren. Alle hypen Mastodon, das wäre ein föderiertes Netzwerk, das wäre Mastodon, das wären jetzt so Mastodon-Knoten. Und wenn ich vom ZeroNet rede, die Lösung, also das sind Microblocks, habt ihr vielleicht schon erkannt, Twitter, Mastodon, Microblocks. Die Lösung von ZeroNet heißt ZeroMe und das wäre dann ZeroMe. Die Historie. Wie fing das an, dass man versucht hat, ein ganzes Netzwerk, vor allem Webseiten, distributed irgendwie zu kriegen. Das geht ein Projekt, das heißt Freenet, das Freenet Project, geht zurück bis in die 90er, das ist 2000 released worden. Die haben heute eine ganz, ganz schicke Webseite mittlerweile, aber seit ich das Projekt kenne von damals, sah das immer so aus. Also das ist die UI, um es zu benutzen. Dann klicke ich hier so auf den File-Sharing-Tab, damit ich Files sharen kann oder zum Browsen von Webseiten. Also das Freenet Project war immer so gedacht. Ernsthaft? So am besten. Nein, dann machen wir für Kamera, ja. Ja, scheiß auf die Kamera. So, ja. Dass die Leute kein Eis fressen, sollen sie herkommen. Danke. Ja, gut. Hier ist die Fernsteuerung für die Lampen. Falls ihr was ändern wollt. Fangen wir an? Ja, fangen wir an. Okay. Ja, danke schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Wenigstens kommt überhaupt jemand. Ich wollte euch heute was über ein Distributed Web erzählen. Kennt den Begriff schon jemand? Weiß jemand, was das Distributed Web ist? Also speziell, also oberste Layer, Schicht 7, das Web, HTTP. Und darüber wollte ich heute mal reden. Da gibt es gerade so zwei Stück in nutzbar. Eins davon ist das. Wir sehen da gerade schon das Logo vom ZeroNet. Und bevor ich anfange, damit ihr eine Visualisierung habt, damit ihr eine Vorstellung davon habt, von was ich die ganze Zeit rede, das ist das ZeroNet. Also wenn man das frisch installiert, dann kommt man erstmal so auf diese Startseite. Bevor ich aber erkläre, wie das aufgebaut ist, Unterschiede zu anderen Lösungen, die es heute so gibt, wie man es nutzt, wollte ich erstmal einen Deep Dive machen zu dieser Grafik. So die ältere Fraktion kennt wahrscheinlich vielleicht noch von 2003. Armin Medosch freie Netze? Nicht? Nein. Also da war das halt her gewesen. Ich war da damals noch ein Schüler und hatte das so das erste Mal gesehen irgendwie. Und mir ist der Unterschied zwischen einem föderierten, einem dezentralen Netzwerk und einem Mesh-Netzwerk, einem Distributed-Netzwerk halt erstmal so klar geworden. Ich gehe dann später nochmal drauf ein. Aber dass erstmal klar ist, von was wir gerade reden. Also das wäre im Grunde genommen Twitter. Das ist so ein Sternennetzwerk. Alles geht über den einen Provider. Im Moment ist Mastodon gerade recht beliebt seit 2 Jahren. Alle hypen Mastodon, das wäre ein föderiertes Netzwerk, das wäre Mastodon, das wären jetzt so Mastodon-Knoten. Und wenn ich vom ZeroNet rede, die Lösung, also das sind Microblocks, habt ihr vielleicht schon erkannt, Twitter, Mastodon, Microblocks. Die Lösung von ZeroNet heißt ZeroMe und das wäre dann ZeroMe. Die Historie.
Wie fing das an, dass man versucht hat, ein ganzes Netzwerk, vor allem Webseiten, distributed irgendwie zu kriegen? Das geht ein Projekt, das heißt Freenet, das Freenet Project, geht zurück bis in die 90er, das ist 2000 released worden. Die haben heute eine ganz, ganz schicke Webseite mittlerweile, aber seit ich das Projekt kenne von damals, sah das immer so aus. Also das ist die UI, um es zu benutzen. Dann klicke ich hier so auf den File-Sharing-Tab, damit ich Files sharen kann oder zum Browsen von Websites. Also das Freenet-Project war immer so gedacht, alle hosten alles. Ich habe dann irgendwie so einen Blob von 500 Gigabyte irgendwie auf meiner Festplatte, weil dort ist alles drin, was alle irgendwie mal da hochgeladen haben. Sowas hat ursprünglich mal gedacht, ich weiß nicht, wo sie es mittlerweile hat hinentwickelt. Und wenn ich neu dem Netzwerk beitreten möchte, dann sauge ich halt erstmal diese 500 Gigabyte runter. Ich weiß nicht, ob es 500, ist jetzt gerade geraten, ich weiß nicht, ob es 500 Gigabyte sind, aber du warst dann erstmal irgendwie 2-3 Tage lang am Saugen, bevor du da am Netzwerk teilnehmen konntest. Und die UI, also ja, man sieht halt dem Projekt so das Alter auch an. 2014 kam dann so IPFS um die Ecke. Und ich hatte mir schon 2007 mit Freunden mit Astro in Dresden, ich war damals noch beim Dresdner CCC, haben wir uns so Gedanken gemacht, hey, irgendwie wäre es geil, so Webseiten halt in Torrents zu hosten. Aber wie kriegst du das hin? Du kannst halt nur statische Webseiten in Torrents hosten. Und wie stellst du sicher, dass die auf dem Weg dann zu dir nicht manipuliert werden? Wenn es nur zwei Seeds hat, die könnten ja die Source halt manipulieren. 2014 kam dann IPFS um die Ecke. So die Da war das Versprechen gewesen, wir hosten dezentral Files. Das funktioniert auch mehr schlecht als recht. Bis heute schlecht als recht gut. Ich habe auf der GPN vor 2 Wochen probiert, mal mich wieder seit 2 Jahren mal wieder mit IPFS auseinanderzusetzen. Hab probiert ein Tool, das nennt sich Cryption, also es ist eine Web-App, wo ich Files reinplumpsen lassen kann und dann kommt eine encryptedes File wieder raus mit .cryption am Ende und wenn ich ein .cryption-File wieder drag-and-drop da reinfallen lasse, fragt es mich nach dem Passwort. Und ich sage, hey, baue ich das doch mal um, anstatt dass es das File runterlädt, also mir auf die Festplatte speichert, will ich es im IPFS haben. Und ich kriege dann einfach nur den IPFS-Link. Und bin halt daran schon kläglich gescheitert, weil einfach zu wenig Nodes so im Netz unterwegs sind. Also wir sehen, diese distributed Webgeschichten sind halt immer abhängig von Volunteers, von Leuten, die Content im Netz halten. Wir alle kennen das von Torrent-Files. Als Pirate Bay noch so voll groß war, waren alle irgendwie mit Torrents unterwegs. Der neueste Kinofilm war dann genau 2 Monate online und dann hat er vielleicht noch ein Seed gehabt und bye bye. Und genau das Problem hat man dann auch, wenn man Webseiten da reinsteckt. Wer hält die online? Mir ist aber dann irgendwann mal klar geworden, bei einer Webseite verhält sich es nicht ganz so wie mit Filmen, weil den Film hast du einmal konsumiert. Auf eine Plattform, die eine Webseite ist, wenn die Webseite eine Plattform ist, komme ich täglich wieder. Also Mastodon bin ich vielleicht den ganzen Tag unterwegs, habe ich den Tab permanent offen. IPFS. Ich will also gerade mal Unterschiede erklären. Das hatte ich von Reddit. Da meinte einer, also IPFS ist halt besser, um Files zu sharen, wenn er meint. Und ZeroNet ist halt besser, um Content auszuliefern, um Webseiten auszuliefern. Und man sollte die beiden eigentlich nicht miteinander vergleichen, sondern eher zusammenführen. Wie ZeroNet aufgebaut ist von Technologien her, das tue ich dann mal kurz in Buzzwords nochmal ansprechen. Aber ja, ZeroNet ist nicht gedacht, dass ich da sehr, sehr große Files reinbringe und wenn dann über einen Torrent. Es gibt, falls wer das schon gehört hat, Scuttlebot, Secure Scuttlebot, da gab es mal einen Vortrag auf einem großen Kongress vor ein paar Jahren. Das ist recht ähnlich, mittlerweile halt auch recht gut nutzbar, aber die gehen einen ganz anderen Weg. Das ist die Scuttlebot-Webseite. Da hatte ich halt gelesen, also wenn man es vergleichen wollte, ZeroNet ist halt, ich bin mit jedem verbunden und weiß permanent alles und will mir auch permanent alle Informationen saugen. Und Scuttlebot, also lesen wir es mal kurz vor. Also man könnte sich ZeroNet so vorstellen, dass ich halt 5 Phones habe, alle permanent an, alle in meiner Hosentasche, um alles in der Firma zu wissen, was da abgeht. Und Scuttlebot wäre die Idee, während ich mich von meinem Schreibtisch in der Firma erhebe und zur Kaffeeküche laufe, werde ich informiert, was los ist. Hat beides seine Vor- und Nachteile.
unter anderem kann ich halt, wenn ich permanent alles immer habe, auch offline arbeiten, wenn ich mal kurz offline gehen muss. Die neueste und hipste Lösung ist Blockchain-basiert mit dem Weltcomputer Ethereum. Also ja, Ethereum, eine verteilte Datenbank. Wenn man da alle paar Minuten ein State schreibt, wird das auf einmal zu einer State-Machine. Da kann man Applikationen oben drauf packen, die man dann Decentralized Apps nennt, eine D-App. Und wenn das Ganze auf einmal zentral gehostet ist, nennt man das dann Web3, also wenn es nicht zensierbar ist. Das, um mal diese Begriffe gerade so in den Raum zu schmeißen. Das ist das Logo da vom Web3 von Ethereum. Da gibt es mittlerweile auch schon eine ganze Stange an Apps. Die bekanntesten dürften wohl irgendwie die Crypto-Kitties da sein, so und deren Klone. Das ist ja durch die Decke gegangen. Meine Kritik allerdings am Web3 von Ethereum: auf einer Blockchain ist jede Aktion, die du tust in einer App, ist gleich eine Transaktion. Also klicke da, pay, klicke da, pay. Da haben ja auch schon Leute versucht, ganze Betriebssysteme am besten noch drauf aufzubauen. Jede Aktion, die ich tue, geht dann in die ewige Datenbank ein, in die Ledger. Finde ich, mag sein, ich finde es gut für viele Ideen, für Plattformen braucht man ein Payment Model. Du kannst nicht alles Volunteer-based betreiben. Aber das möchte ich bitte nicht für meinen Chat mit meiner Mutter haben, oder das braucht es ganz einfach nicht überall. Das muss man sich immer im Hinterkopf halten. Es muss nicht alles getrackt werden, was ich tue. Und es muss auch nicht alles bezahlbar sein. Für IPFS und das Web3 gibt es mittlerweile sogar einen eigenen Browser, um darauf zuzugreifen. Also bisher, wenn ich von Freenet rede, von Scuttlebot, von Web3, ich brauchte immer eine Art von Proxy, der mir das zugänglich macht. Ich starte irgendein Tool und dann habe ich Localhost auf einem bestimmten Port in meinem Browser dieses Web zugänglich. Zionet funktioniert auch genauso. Für IPFS und das Web3 von Ethereum gibt es mittlerweile einen eigenen Browser, der nennt sich Beaker, um mir halt diesen Proxy zu ersparen. Also der kann dann auf DAT-Dateien, das ist das IPFS-Protokoll, ist ja DAT, Doppelpunkt, kann ich dann zugreifen. Und auf Hashe, es ging auch um das Web3 von Ethereum, doch. Dass ich gerade kein Mist erzähle, aber ich bild mal stark ein. Könnt ihr mich ja nachher zusammenscheißen, wenn ich Mist erzähle. So, und das war mal ein kurzer Überblick, also was es da für Lösungen gibt, aus der Story rausgesehen, welche die jetzt gerade aktiv sind. Ich habe mich vor 2 Jahren so in ZeroNet verliebt, wo ich drüber gestolpert bin. Was ist ZeroNet? Auf deren Webseite wird es beschrieben, da hat sich jemand die Bitcoin-Kryptographie, also das ist keine Blockchain drunter, sondern nur die Kryptographie von Bitcoin, hat sich jemand angeeignet, die mit BitTorrent gemischt und damit ein dezentrales Web geschaffen. Also ich habe vorhin drüber gesprochen, 2007 haben wir uns so einen Kopf zerbrochen, boah, wie wäre das geil, wie könnte man das machen, wenn man Webseiten in Torrents steckt. Aber wie willst du die updaten? Wie gewährleistest du, dass dynamischer Content über eine Webseite ausgeliefert wird? Und genau das hat ein damals 22-jähriger Ungar gelöst. Der hat sich einfach bestehende Krypto genommen, die Bitcoin-Krypto, Torrent, noch ein paar andere Technologien obendrauf und hat darauf ein Web gebaut. Und zwar ein sehr, sehr nutzbares. Also wir sehen hier nochmal zum Vergleich, wir haben Bitcoin Crypto, wo wir Webseiten mit signieren, die werden Torrent-File stecken und ausliefern, und wenn ich Tor habe, dann auch noch anonym ausliefern. Das alles macht ZeroNet. Mit anderen Worten nochmal zusammengefasst, mit meinen Worten. Das sind Webseiten gehostet in Torrents, updatable mit Crypto Magic. Was ist das ZeroNet sonst noch? Das ZeroNet ist per se schon mal dezentral, weil es sind Torrent-Files. Damit, ich habe das nämlich vorhin schon in Quotes gesetzt, warum Censorship resistant? Das mag sein, dass man eine Webseite einfach nicht so vom Netz nehmen kann, aber Zensur kann halt auch anders aussehen, indem man zum Beispiel die Leute mit Müllinformationen zuscheißt.
das ist auch eine Art von Zensur, wenn ich einfach nicht mehr weiß, was es war, was geht mich überhaupt was an. Und das kann ich sehr wohl noch in diesem Netzwerk. Aber ich kann nicht WikiLeaks 2014 einfach mal in Stockholm, ach scheiße, wie hieß der Bunker da? Bunker heißt das Ding doch, oder? Wo die Polizei reinmarschiert ist und das Rack von WikiLeaks halt aus dem Serverschrank gezogen hat und damit war WikiLeaks weg vom Fenster. Das geht hier jetzt in dem Fall nicht mehr. Auch bei einem normalen Onion-Service, kommen wir nämlich gleich zum nächsten Punkt. Ich habe, per se ist das mal ein Darknet, also die Definition eines Darknets ist ja, ich finde es nicht über Google. Das ist definitiv ein Darknet. Aber ein spezielles, weil es ist ein P2P-Darknet. Zusammengesetzt, habe ich gerade schon gesagt, das sind Torrent-Files, Web-Technologien, speziell HTML, CSS, JS, JSON. Die JSONs werden genutzt, um schnell Informationen hin und her zu schieben, welcher Content überhaupt gesaugt werden muss. Und wenn das dann noch schneller gehen soll, kommt eine SQL-Datenbank ins Spiel. WebSockets noch oben drauf und halt der Python-Proxy. Also es gibt einen Python-Server, mit dem ich agieren kann und der schnürt mir so eine ganze Latte an Grundservices zusammen, um die ich mich alle nicht kümmern muss. Authentifizierung zum Beispiel. Wunderbar geil, das wird mir schon abgenommen. Registrierung von Domains. Das wird mir auch abgenommen. Das Wichtigste aber, was Zeronet ist, finde ich, ist usable. Das ist nutzbar. Das ist nicht wie IPFS, dann hat mal jemand da oben eine App zusammengeschnürt nach gut dünken. Nein, es gibt bestimmte Vorgaben, nach denen ich mich, wenn ich code, Coding Guidelines, nach denen ich mich richten muss. Und so kam ziemlich schnell die Web 2.0 Service, die wir so kennen, haben dort Einzug gehalten. Das wurde alles nachgebaut. Also es gibt ein funktionierendes Mail-System, es gibt nachgebautes Twitter, was sehr geil funktioniert. Das erste Distributed Twitter war auch auf der Bitcoin-Blockchain oben aufgesetzt, das hieß Twister. Aber ich muss halt auch wieder einen einzelnen Client starten, das war mit nichts anderem kompatibel und so weiter. Hier habe ich gleich alles aus einem Guss. Es gibt ein Reddit, es gibt ein eigenes YouTube, es gibt, also Popcorn Time wurde da so nachgebaut, wo es um Movies geht, es gibt ein eigenes Giftchan, ganz wichtig. Also alle Dienste, die wir so kennen aus dem Web, hat man mittlerweile dort nachprogrammiert. Manchmal gut, manchmal schlecht. Auch GitHub versucht man ein bisschen zu ersetzen, das natürlich jetzt ohne Continuous Integration und so weiter, aber es geht voran. Jetzt könnt ihr euch sagen, ja, das ist alles geil, gibt alle Service dort drin nochmal, aber warum brauchen wir denn Quatsch? Warum jetzt nochmal das alles nachbauen? Ich meine, Twitter, GitHub, das gibt es ja alles schon. Wo wir wieder bei diesem Kärtchen wären. Ich hatte gerade gesagt, also wenn das Zentrale da Twitter wäre, wir heute uns alle auf Mastodon gerade voll einen runterholen und geil finden, wie geil Mastodon ist, wäre hier diese Mesh-Variante eben ZeroNet. Warum hacke ich jetzt irgendwie auf Mastodon rum? Ganz einfach. Also die erste Variante wissen wir, Evil will man nicht haben. Da sitzen die falschen Leute, so wie die Spinne im Netz. Die zweite Variante, das wäre halt Mastodon. Kann man jetzt sagen, so, also hier irgendwie Content, den bei uns im Mitteleuropa niemand stört, wenn da so ein Mastodon-Node irgendwie sich diesem Thema verschreibt, jetzt spiegeln wir das Ganze mal nach Russland. So, da kommt ganz schnell mal die Polizei und sagt, tritt dir die Tür ein und sagt, das ist halt gesellschaftsschädigender Inhalt, das nehmen wir vom Netz, zack. Und dann ist mal eben so ein ganzer Node, also ein ganzer Mastodon-Node, vielleicht mit 500, 5000 Leuten, ist halt vom Netz, bam, weg. Und wenn mich niemand vorher darüber informiert, dass ich schnell noch ein Backup machen soll, um umzuziehen, ist halt mein Content weg. Und das haben wir im Moment noch nicht gelöst, da Content immer noch da gehostet wird, wo ich meinen Account habe. Es gibt jetzt mittlerweile auch Bestrebungen in die Richtung Remote Storage IO oder das von dem, nicht Prune, da gab es noch eine andere Lösung, dass man den Content auch woanders speichern kann, in meinem eigenen Storage außerhalb der Domain, auf der ich mich befinde. Also, dass ich sagen kann, ich gehe auf Twitter, aber bitte die Bitly und die Texte, die will ich dann in meiner Nextcloud speichern. Und von da werden sie dann da eingefügt und gesaugt. Aber das ist auch gerade noch am Anfang. Ich könnte das jetzt so ewig weiterführen. Also, du kriegst
auch wenn es föderal ist, das ist ja schön und also damit dezentralisiert, ich kann trotzdem sehr, sehr schnell unliebsame Operatoren da vom Netz nehmen. Das geht hier nicht. Also ich kann zwar sagen, ich nehme den Node vom Netz und den Node vom Netz, aber was bringt es mir, wenn der Content hier in der Hand überall gespiegelt ist? Ich kann auch sagen, ich nehme diese Verbindung vom Netz, ja, dann gehe ich halt da lang. Und das bringt mich halt zu den Killer-Features von so einem dezentralen Web. Also unmöglich, das vom Netz zu nehmen, es sei denn, ich habe die Backbones. Und auch dann noch, so wie das aufgebaut ist, kann ich den Content mit Esel mit dem USB-Stick weitertragen. Das Ganze läuft offline. Ich hatte Wünschen gerade gesagt, also auch wenn die Polizei ins Servercenter reinkommt und dir das Rack rauszieht, du hast trotzdem, also das kann passieren, ja, muss aber nicht jedem passieren, das kann auch trotzdem mal der Strom ausfallen. Das passiert sogar in Größten, haben wir jetzt neulich erst gelesen. Damit sind die Services offline. Das wird mir hier auch nicht passieren, weil wenn meine Seite gut ist, meine Applikationen hosten das Ding 500.000 Leute auf ihrem Laptop. Ich habe per se keine kritische Serverinfrastruktur, weil solche so Sachen wie das Twitter da, was wir gerade gesehen hatten, da sind 3000 Leute mindestens irgendwie unterwegs, allein nur in Russland, wie viele Chinesen, weiß ich nicht. Also es tummeln sich da sehr, sehr viele Russen und Chinesen, die lieben das ZeroNet. Und die hosten alle permanent, also irgendeiner wird immer online sein mit dem Laptop, von dem ich mir das saugen kann. Ich brauche also keine Server-Center-Infrastruktur. Best Case ist, ich gehe gar nicht erst über andere Leute Computer, wo ich ausspioniert werde. Also Best Case ist, ich sauge, ich kommuniziere mit jemandem, gehe bis raus über ein D-Slam ins nächste Haus rein, zu meinem Nachbarn und tausche mit dem da gerade was aus. Einfach weil ich kein Domain-Name-System habe. Ich frage gar nicht, ja, kommt natürlich auf die Routes an und so weiter, aber ich frage gar nicht erst einen Domain-Name-Server über Frankfurt, über sonst wo an und Route, das brauche ich alles nicht. Das ganze System ist genau wie IPFS ist ressourcenbasiert, nicht namensbasiert. Ich komme auch gleich noch Bildli-Beispiele, wie das funktioniert. Das Killer-Feature, das ist verdammt schnell. Das hat mich selber am Anfang überrascht, wie dynamisch alles schnell nachgeladen wird. Und für mich ein Riesen-Feature, das funktioniert offline. Also ich kann Posts machen, gehe irgendwann später online und dann pushe das ganze Zeug hoch. Kann ich das mittlerweile mit Twitter? Keine Ahnung. Kann ich das mit Mastodon? Definitiv nicht. Gegenüber anderen Lösungen schicke ich hier nur die Increments hin und her. Und nicht permanent, also wenn ich heute das klassische Server-Client-Modell, ich requeste eine Webseite, da kommt das HTML-Dokument, dann werden alle anderen Ressourcen hinterhergezogen. Mit einer Web-App wird das anders, mit einer Progressive Web-App, dann schicke ich auch die Increments hin und her, aber das ist bei weitem nicht der Standard. Ein Killer-Feature, kann man sich jetzt drüber streiten, also bei der Gulasch-Programmiernacht vor 2 Wochen hat jemand die Bitcoin-Krypto recht auseinandergenommen, weil da auf Elliptic Curves gesetzt wird, wo der Entwickler halt selber meinte, not for production. So, darauf basiert halt die Hälfte der ganzen Blockchain-Krypto. Aber es hat den Vorteil, jede Adresse, die ich da generiere, also jede Webseite, jede Ressource, ist gleichzeitig eine valide Bitcoin-Adresse. Das heißt, wenn ich da eine Webseite betreibe, können mir Leute einfach an meine Adresse der Webseite jederzeit Spenden schicken. Jede App, also es ist ja HTML, CSS, JavaScript, kann geklont werden und editiert. Und das geht ziemlich easy. Ganz am Anfang hattet ihr gesehen, auf der linken Seite gab es so eine Liste. Und das sind die Webseiten gewesen. In dem Moment, wenn ich eine Webseite besuche, klone ich mir die runter und ziehe sie sofort wieder. Torrent-Files. Also Torrent Seeds. Und wenn ich sage, Menü aufmachen von so einer Webseite, von so einer Ressource, kann ich sagen, Klon. Und dann kriege ich dafür einen privaten Schlüssel für meinen Klon und kann das Ding bearbeiten. Der erste Fork von Bitcoin war Namecoin gewesen. Das war die Idee, wir dezentralisieren mal das Domain-Name-System. Und weil ich eh schon so Bit-
Kolnar hier bin, dachten sie, stülpt man doch das einfach mal drüber und ich kann Domains registrieren für .bit und die dann auch in Bitcoin oder Namecoin bezahlen. Und habe halt dann valide Adressen, nicht so einen komischen Bitcoin Public Key da oben, so ein Hash. Also ja, kein Key, kein Hash. Weil das Ganze an das Onion-Netz angeschlossen werden kann, habe ich natürlich auch Onion-Adressen, wenn ich das will. Für mich auch ein Riesenvorteil. Wo fängt man an? Wenn man jetzt sagt, geil, will ich gerne mal ausprobieren. Das wäre dann auf GitHub, kann man sich das, das Projekt einfach mal runtersaugen, den letzten Release geben, auspacken. Es hat dann so ein Shell-Script, was man starten müsste auf der Konsole. Geht sofort der Browser auf und ihr seht das, was ich am Anfang hatte, das Bild. Es läuft halt ein Proxy, Localhost, auf diesem Port. Das ist so schnell, also keine Ahnung, so wie nicht vielleicht die Leute vom Beaker-Browser sagen oder eine eigene Electron-App oder irgendwas gebaut wird, wird sich daran erstmal nicht viel ändern. Vorteil ist aber, ich kann das bei mir zu Hause irgendwo hosten und muss nicht jedes Mal irgendwie, also innerhalb meines Wi-Fis, meines internen Netzes, kann ich das ja irgendwo laufen lassen, darauf zugreifen. Wenn ich das denn habe, also zu Hause für mich gehostet irgendwo, dann kann das meine Mutter bedienen. Ob sie mit dem Scuttlebot einfach so umgehen kann oder mit Ethereum und so weiter, wage ich mal zu bezweifeln, aber das sind einfach nur alles Webseiten. Ich mache meiner Mama da ein Bookmark und sie kann das Zeug bedienen, weil das, wie Twitter funktioniert, das schnallt die Mama. Und das ist nicht viel anders. Ihr habt gesehen, das ist alles sauber designt. Das ist nicht irgendwie rumgefuscht in der UI. Ja, geil. Mal ran an den Code. Ja. Wie hoste ich da mein eigenes Zeug? Also wenn ich mir jetzt überlege, ich will so eine eigene Website im Zunet mal kreieren, mache ich genau das. Also ich habe mir das Bundle da runtergeladen. Ja. Wir haben ja gerade das Shell-Script aus dem Bundle gestartet. Ich gehe einen Ordner tiefer ins Zunet. Und da rufe ich einfach die ZeroNet Pi auf und sage Site Create. Und da erstellt es mir genau zwei Keys, den Private Key und den Public Key. Und der Public Key ist diese Bitcoin-Adresse. Geschnallt? Also der Public Key ist gleichzeitig die Ressource, unter der ich die Webseite laden kann. Eben, da erstellt es mir so ein bisschen HTML, JSON, JavaScript, Pipapo. Das kann ich dann bearbeiten, indem ich da, ich habe gesagt, hier, ZeroNet Bundle runtergeladen, gehe ich dann in ZeroNet, Data und dann sehe ich da die verschiedenen Seiten. Ich habe vorhin euch den Screenshot geschickt, also wenn ich das Projekt starte, das erste Mal drauf bin, komme ich auf Hello Zero. Also das sind die ganzen Webseiten, die ich mir runterlade und die ich hoste und seede. Und die kann ich jederzeit, ist ja offen, kann ich jederzeit bearbeiten und rumspielen, modifizieren. Kann ich mit jetzigen compilten Applikationen halt nicht, wenn ich an den Quellcode so nicht rankomme. Wenn ich was modifizieren möchte, wie mache ich das? Ich mache genau da drin gerade Änderungen, dann sign ich das wieder, sage also ZeroNet Pi Site Sign, die Bitcoin-Adresse. Dann fragt es mich nach dem Private Key, der vorhin damit, den muss ich mal irgendwo notiert haben. Habe ich das gesigned und dann pushe ich es hoch ins Netzwerk. Dann gebe ich das dem Netzwerk zu, stelle ich dem Netzwerk das wieder zur Verfügung. Und dann wäre es online. Jetzt mache ich mal kurz einen Ausflug. Ich wollte jetzt mal gern kurz zeigen, wie das unter der Haube so eigentlich aussieht, wie das funktioniert. Also wenn ich so eine Seite aufrufe, passiert Folgendes. Ich frage erstmal auf einem BitTorrent-Tracker, das ist im Moment noch ein Tracker, das wird umgebaut werden jetzt in Zukunft zu einer Distributed Hash Table, frage ich nach, gib mir doch mal bitte eine IP-Adresse zu dieser Bitcoin-Adresse. Und dann sagt der Tracker, ja, da habe ich ein paar IP-Adressen, hier hast du zurück. Dann frage ich wieder, geil, jetzt habe ich da so ein paar IPs, gebt mir doch mal bitte, einer von euch IPs, gebt mir doch mal bitte die Content-JSON. In diesem Content-JSON-File steht nämlich drin, aus was die Webseite alles besteht, also was für anderer Content nachgeladen werden muss. Und dann sagt halt einer von diesen IP-Adressen, sagt, ja, habe ich, schicke ich dir zu. Und dann sagst du, geil, ist valide, speichere ich sofort und dann lade ich alles andere nach. Zack, die anderen Files, HTML, JSON,
das kommt dann alles pipapo hinterher. Content-JSON-File sieht genau so aus. Also kriegt man hin. Genauso sehen, also meine ganzen Private Keys, die ich generiere für die verschiedenen Seiten, wird auch in einem JSON-File gespeichert. Und auch das DB-Schema wird in einem JSON-File gespeichert. Also das heißt, wenn ich irgendwie mal mein Account ein Backup machen will von meinem Account, dann brauche ich nur dieses JSON-File. Ich zeig's mal kurz. Zack, hat's hier offen. Dann mache ich einfach nur kurz einen Dump von diesem JSON-File. Und dann, also braucht er jetzt nicht, haha, er zeigt alle seine Private Keys, ich habe den Account ja gerade erst kreiert. Und das ist jetzt für jede Seite, die ich da gesaugt hatte, legt mir halt sofort die Private Keys an. Es braucht nicht mehr. Also sobald ich irgendwie mal die Hardware wechseln will oder was, knall ich das unet-data-user.json, knall ich halt wieder rein, starte alles nochmal neu und lass alles neu runtersaugen. Fertig. Zurück. Nope. Ist wieder hier hin. Genau. Das war's. Freut mich, dass ihr zugehört habt. Ja. Wie funktioniert so eine Twitter-Anwendung, wo ja verschiedene Leute was posten können? Wer signiert dann die Updates? Also du... das funktioniert genau bei dieser JSON-Response hinterher. Ich habe es nicht ganz kapiert, wie es in einem Public Stream funktioniert, aber wenn ich Leute abonniere, ist es mir klar. Das ist ja ist genau dasselbe System, als wenn ich die Webseite von jemandem abonniere. Also aber wie der öffentliche Stream funktioniert, habe ich ehrlich gesagt nicht kapiert. Noch nicht. Da muss ich mich noch weiter einlesen in das Projekt. Genau, die generiert es ja sofort immer. Ich würde Scheiß erzählen. Ich hab keine Ahnung, das müsste ich mir selber genau anschauen. Das war, soweit ich das rausgelesen hatte, so in den Foren, war der Twitter-Klon, also das heißt der Zero Me, war auch nicht ganz easy. Das war ein bisschen tricky, das so zu bauen. Aber sie finden halt immer wieder Wege, um bestimmte Sachen nachzubauen. Wie sieht das aus mit Sicherheit? Wie stellt man sicher, dass ich die neueste Version einer Ressource habe? Wenn ich jetzt einen Angreifer habe, der immer sagt, das ist hier die Webseite von vor 3 Jahren, ja. Kann ich ja nicht mitbekommen, dass es vielleicht was Neueres gibt. Wie kriege ich das raus? Also dieser Angriff müsste ja passieren, indem ich abgeschnitten bin vom Rest des Netzwerks und vielleicht jetzt drei... Ja, aber da stand vorhin in dem, kann ich gerade nochmal rüberschwenken, dass der ganze Quatsch validiert wird. Also dasselbe, denke ich mal, wie bei einer Blockchain, wirst du dich vergewissern, dass diese Content-JSON richtig ist zu der Seite. Naja, wenn alle anderen halt was anderes dann schicken, also ich kann dann schon nochmal... Aber ich kann ja gegenprüfen. Ich kann ja einen Hash bilden und bei den anderen nochmal den Hash nachfragen. Aber ich weiß nicht, ob es so gemacht wird. Kann ich dir nicht sagen. Aber ich, keine Ahnung, habe ich mir ehrlich gesagt nicht den Kopf zerbrochen, irgendwie, ob so. Ich denke, das werden sie schon sinnvoll lösen. Dass mir kein Scheiß angeboten wird. Also da diese Ressource, die Content-JSON ja halt redundant im Netzwerk verfügbar ist, muss ja dieser Abgleich stattfinden. Und ich... Das ist ja genau das Problem, was ich halt schon 2007 nachgedacht habe. So wie genau, auch ein Problem, das im restlichen Internet besteht. Oder? Ja, genau. Das ist genau das. Ja. Das ist von Debian. Ist der FTP-Server, den ich da frage, aktuell oder ist der von vor 3 Jahren? Wenn du State Act oder eine Internet abfangen kann, dann kommst du zu seiner Seite. Das könnte aus der Seite. Wenn er die richtige Zähler verwendet. Also, es ist keine Blockchain drunter, aber du kannst ja genauso den Hashgraphen benutzen. Also ein Hashgraph, ist halt Merkle Tree, ein Hash setzt auf den anderen auf. Und genauso könnte ich ja sagen, der letzte State kann nur diesen neuen, vom letzten State, den ich noch habe.
Nein. Ich muss mir ehrlich gesagt einlesen, wie sie sicherstellen. Kann ich euch gerade nicht. Ich wollte euch Scheiße erzählen. Ich weiß nur, dass es passiert. Also das war dieses Argument halt Anfang davon Reddit gewesen. Wir tun permanent, es wird alles permanent gesynkt. Um zu gewährleisten, dass permanent der aktuelle Status im Netz zur Verfügung steht. Und nicht erst irgendwie am nächsten Tag mal nach einem Timing, nach einem Cronjob oder so. Also in dem Moment, wenn ich dem Netzwerk, ist ja eine Distributed Hash Table genauso, in dem Moment, wenn ich dem Netzwerk die neue Ressource zur Verfügung stelle, werden alle informiert darüber, die mit der Ressource kommunizieren. Bitte? Nein, die Leute, nicht ich, ja genau, im Moment noch. Also der zentrale Tracker informiert alle Leute, gibt es eine Änderung. Im Moment noch, ja. Aber wenn ich ein DHT habe, dann wird das wieder schwierig. Dann muss es eine Art Poll geben, ich habe keine Ahnung, wie sie es lösen wollen. Ich lese auch nicht so viel jetzt. Ich bin immer wieder nur mal darin unterwegs und schaue, was jetzt irgendwie Neues gibt, aber ich bin nicht aktiv im Projekt. Ich bin nicht aktiv im Code. Nein, das sind dann die, die... das war hier der letzte gewesen. Also ich frage ja zu der Ressource nach, wo findet diese Ressource statt? Und bei einer Distributed Hash Table... Bei einer Distributed Hash Table, wo das, also geht es ja dann auch runter und schickt mir halt die verschiedenen Lokalitäten. Genau das findet hier halt auch statt. Mit dem Bandentracker. Es gibt im Moment noch keine Private Sites, ja. Ist aber ein Feature, was kommen soll, haben sie gesagt. Das wollen sie noch haben. Ja, aber es ist ja nicht, dass ich nicht Privatsphäre habe, wenn ich was poste. Ich kann hier im Tracker nachgucken, welche Benutzer auf genau. Welche Seiten die zugriffen. Korrekt. Nee, es ist ja keine Blockchain drunter, ist nur die Krypto. Also du kannst so viele Identitäten. Ja. Was du jetzt aber wolltest, wären halt Synonyme halt. Also verschiedene, du kannst so viele Identitäten anlegen, wie du lustig bist. Wenn es gibt halt Namensregistrierung. Also wenn ich es mit Tor mache, wäre meine Adresse an diesem Service dann. Ja, diese Onion. Ja, hier zu diesem Service. Ja, genau. Trotzdem weißt du ja noch irgendwie, okay, dieser Hash, also dieser Public Key greift schon wieder darauf zu und könntest mich darüber. Aber. Ich kann zehn Identitäten halt pro Ressource anlegen, wenn ich das will. Und die unterschiedlich. Das geht recht schnell. Also das macht es dir automatisch recht schnell, wenn du nicht aufpasst. Ja. Also ich finde halt, ist auf alle Fälle mal so ein Deep Dive wert. Deswegen komme auch halt nicht dazu, mich richtig mal tief einzulesen, um genau solche Fragen dann beantworten zu können. Ich nutze es nur hin und wieder immer wieder mal und surf da drin mal rum. Und ich finde es halt einfach schön gemacht und finde, es sollte mehr Aufmerksamkeit haben. Ja. 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 Korrekt. Also nicht für die Adresse, aber es gibt einen neuen Hash der Ressource unterhalb dieser Adresse. Das auf alle Fälle. Aber nicht, es gibt keine neue Bitcoin-Adresse. Das wäre kacke. Ja. Also nicht vermischen jetzt, wo die Krypto passiert. Also der Bitcoin Public Key ist die Adresse der Ressource. Darunter kann ich nochmal einen Hash spielen. Das ist, glaube ich, in einem Content-JSON-File drin. Um nachzuprüfen, das ganze Zeug haut das gerade hin. Mhm.
ansonsten sowohl das Original als auch die veränderte Version unter dem Top-Level herrscht sichtbar. Wenn es jemand anders verändert, dann ist es ein neuer Top-Level. Ah, eben. Das muss ja. Müsste ja neuer privater Schlüssel sein, das heißt neu öffentlich muss das auch mal bekannt lassen. Wenn ich deine Seite klone. Du, ich habe das gestern gemacht. Ich Nein, ich habe das gestern gemacht, die Ressourcenadresse. Die Ressourcenadresse verändert. Ja, kann wie Wi-Fi. Aber wir spielen gleich nochmal rum, können wir gerade mal machen. Ich habe es gestern, also da wo ich die Screenshots gemacht hatte. Die Codebar-Spiele, die ich reingehauen habe. Ja, ihr merkt, ich hab halt nicht wirklich mich. Keine Ahnung. Nie Gedanken drüber gemacht. Worüber ich mir Gedanken mache, ist erstmal irgendwie eine End-User-App dafür zu bauen. Also irgendwas fürs Android-Phone für meine Mutter, dass sie da an Zero Me teilhaben könnte oder so. Also an einem Twitter. Über diese Sachen mache ich mir Gedanken. Aber nicht über die Netzwerktechnik drunter. Ich vertraue einfach mal den Jungs, die da jetzt gerade dran bauen, dass sie keinen Scheiß machen. Ich habe ja noch nicht gesagt, so, das ist ready alles für Production. Ich habe das hauptsächlich vorgetragen, damit es ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Weil das im Moment fliegt das irgendwie seit 3 Jahren so komplett unterm Radar. Und ich finde es eigentlich echt ein schönes Projekt, was nutzbar ist. Und wie gesagt, recht beliebt in China und Russland. Ja. Aber ich wenn daran Interesse besteht, dann lese ich mich da nochmal richtig hardcore ein, dass ich genau solche Fragen nächstes Jahr mal beantworten könnte. Ja, nicht hier anfange zu schwitzen. Ja. Gut. Ja, bedanke ich mich.